Wenn die letzten Rennteilnehmer die Strecke bewältigt haben, müssen sie mit den anderen am Ziel warten. Es gibt keinen Platz, wenn Ash den Pass angeht. Schon seit Stunden müssen sie ausharren. Das tut der guten Stimmung keinen Abbruch. Tom Jack in seinem British Samson hat es ohne Probleme geschafft. Und auch Philipp Dressel ist zufrieden. Ja, ich glaube, dieses Mal konnten wir wieder die Geschwindigkeit noch mal ein bisschen steigern. Ja. Man weiß dann, in welchen Kurven man stehen lassen kann, das Gas. Und da wird man automatisch immer schneller, wenn man die Strecke dann kennenlernt. Wenn es das nächste Mal wieder ist, hoffentlich nicht erst in 7 Jahren, sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Dann kommt der große Augenblick. Der W25 ist zurück am Klausenpass nach fast 80 Jahren. Nostalgischer Fahrspaß pur. Der W25 zeigt gleich zu Beginn, was es heißt, in ihm zu sitzen. Wenn man einfach einen Rennfahrer, wenn der dann startet, da wird das Gehirn in das Handschuhfach gelegt, wenn er eins hat. Und dann geht es nur noch voll. Immer voll. Und Bergrennen verzeiht keinen Fehler. Neben enormen Vibrationen wartet die Strecke an diesem Tag für den Fahrer noch mit einer anderen Herausforderung auf. Plötzlicher Lichtwechsel. Na gut, einmal in dem Viadukt drin, da macht die Kurve dann zu. Die wird dann eng. Und also vor allem, man sieht es dann von der Helle ins Dunkle. Ne? Also das ist brutal. Der W25 mag zudem Serpentinen nicht so gern. Die Gefahr, dass der Wagen ausbricht, ist groß. Höchste Konzentration bei einer enormen körperlichen Belastung. Das ist Rennfahren wie in den 30ern. Die erste Teilstrecke ist fast geschafft. Ash weiß, was er seinem Sohn raten würde, der ebenfalls erfolgreich Rennsport betreibt. Also wenn mein Sohn jetzt anfangen würde, Bergrennen zu fahren, würde ihm alles in den Weg schmeißen, dass das nicht funktioniert. Weil Bergrennen ist irgendwas Verrücktes. Also das ist nicht normal. Da muss ich echt den Hut ziehen, was die früher geleistet haben und was ich schon mitgemacht habe. Ich habe auch schon Überschläge gehabt und so. Also Bergrennen ist was ganz Spezielles. Ganz speziell war es auch 1934 für den Superstar Rudolf Caracciola am Klausenpass. Der hatte nach einem schweren Unfall ein verkürztes Bein und litt unter starken Schmerzen. Sein Gegner, Hans Stuck. Doch der Mann von Mercedes-Benz wirft seine ganze Erfahrung in das Rennen. Das Stuttgarter Team war erst kurz zuvor wieder in den Motorsport eingestiegen und Siege mussten her, auch am Berg. Für Caracciola persönlich ging es um alles. Kaum einer traute ihm ein Comeback zu. Und der Rebmagener Regenmeister setzt sich durch. Caracciola gewinnt das Rennen vor Stuck mit 3 Sekunden Vorsprung. Auf mehr als der Hälfte der Strecke kommen die Geraden. Ash gibt noch einmal kräftig Gas. Das Gefühl, das Auto jetzt zu beherrschen, trügt jedoch. Es braucht Wochen, auch für Profis, den W25 sicher am Limit zu fahren. Ash weiß das. Und er ahnt, welche Leistungen damals von den Fahrern unter viel schlechteren Bedingungen erbracht wurden. Ich muss den Hut ziehen. Auf halber Strecke denkt man, jetzt wird es aus sein. Dann haben wir aber erst die Hälfte gehabt, wo es dann so eben wird. Und ab dort geht es dann nochmal richtig hoch mit richtigen Serpentinen, Felsen. Also ist
Wahnsinnsstrecke. Bis man fast oben im Schnee ankommt. Also ich sag mal, der Berg, das ist gigantisch, das ist Wahnsinn. Die restlichen Kilometer sind dann nur zum Genießen und zum Gas geben. Auch in dem Wissen, dass man vermutlich nur einmal im Leben die Chance bekommt, ein solches Rennen in einem solchen Auto zu bestreiten. Material und Mensch werden an ihre Grenzen gebracht. Zusätzlich die auch heute noch immer drohende Gefahr eines Crashs oder Absturzes. Die Bergrennen sind heute auch noch gefährlich. Natürlich mehr abgesichert mit Leitbank und so weiter. Früher war ja gar nichts. Da ging es dann runter, ein paar hundert Meter oder irgendwie. Und das ist heute natürlich schon mehr abgesichert. Aber sonst sind die Bergrennen noch gleich wie früher. Nur das, früher war ja hier Schotterpiste ganz hoch, fast ganz hoch. Und jetzt haben wir natürlich eine wunderbare Straße. Zum Schluss des Kurses am Klausenpass kommen noch einmal Steigungen und extreme Serpentinen. Jetzt ist auch der Fahrer am Limit. Wer es nach oben schafft, ist oft komplett erschöpft. Ein Bergrennen ist was ganz anderes, wie man jetzt so sieht, die Rundstreckenrennen da. Kann man sich keinen Fehler erlauben und man muss vom Start weg alles geben, was geht. Also es geht oben um Zehntelsekunde und man hat überhaupt keinen Vergleich als Fahrer. Du fährst gegen die Uhr. Also ich habe früher immer meine eigene Uhr, zwei Uhr im Auto gehabt und habe die Zwischenzeit ein bisschen gestoppt, dass man einigermaßen weiß, ist man jetzt schnell oder du hast keinen Anhaltspunkt. Weil du fährst nur gegen die Zeit und denkst vom Gefühl her, ja, hat gut passt. Und aber oben fällt dann wieder eine Sekunde oder eine halbe Sekunde. Und das ist einfach das im Bergrennen. Du musst alles geben und hast keine Auslaufzone. Also der Berg verzeiht dir keine Fehler. Der W25 hat weder Tempoanzeige noch eine Uhr eingebaut. Der Fahrer muss sich gänzlich nur auf sein Gefühl verlassen. Die extremen Bedingungen am Berg belasten zudem das Fahrzeug. Nach jedem Rennen damals wurde der Motor komplett auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Und dann hat es Roland Asch geschafft. Das Ziel in 1948 Metern Höhe ist erreicht. Komplett kaputt, du, echt. Asch lässt sich feiern. Jeder hier weiß, welche Leistung der 63-Jährige vollbracht hat. Doch es bleibt kaum Zeit zur Erholung. Der W25 muss auf dem schnellsten Weg als erster wieder zurück ins Tal. Eine Blitzwartung ist nötig und der Wagen darf nicht auskühlen. Das Team ist immer hinter ihm. Zurück in der provisorischen Box ziehen Fahrer und Team die Bilanz eines langen, anstrengenden Renntags. Ich weiß, ich kann es gar nicht ausdrücken. Wahnsinn. Das war mein größtes Erlebnis eigentlich. Da muss ich erst mal über 60 sein, dass ich sowas erleben kann. Das Auto, das ist wirklich toll. Auch in den ganze Bodenwelle da. Du hast nie das Gefühl, dass der jetzt die Haftung so verliert, richtig. Du hast immer noch ein wenig Sicherheit drin.
obwohl wir da schnell drüber fahren. Man sieht es auch hier, wie der gefedert hat. So weit durchgefedert, bis das oben noch ausgerissen. Ich habe es oben angeguckt, so hat er gefedert. Und die Bügel, weißt du? Also da waren unheimliche Bodenwellen. Und oben die ganzen Fans, wenn ich dann da oben angekommen bin, oh, ich habe mich so gefreut, wirklich, wie wenn ich jetzt einen Sieg rausgefahren hätte. Wie damals wahrscheinlich der Rudolf Caracciola. Der hat mehr schwitzen müssen, der war wahrscheinlich mehr gestresst wie ich. Also hier speziell in diesen Bergrennen werden die Fahrzeuge schon extrem belastet. Also man sieht es auch in den Wasser- und Öltemperaturen, da sind wir wirklich im Anschlag und also es ist keine gemütliche Demonstrationsfahrt. Wir sind an sich zufrieden, wir sind hochgekommen ohne Probleme und wir waren wieder das erste Fahrzeug, wo runter konnte. Roland Asch hat es sehr viel Spaß gemacht, obwohl er gemerkt hat, dass es sehr viel Arbeit verlangt. Aber trotz allem, wir sind zufrieden. Mythos Klausenpass, Mythos Bergrennen. Meilensteine des Motorsports wurden hier geschrieben, mit faszinierenden Fahrzeugen von Anfang an und immer voll am Gas.